Meine Mutter hat heute Geburtstag und ich habe es einfach komplett vermasselt. Und damit meine ich nicht diese blöde Maske, die mir da runtergefallen ist. Die habe ich nie aufgehoben, weil ich es einfach jetzt erst sehe, wo ich das Ganze schneide. Und nein, damit meine ich auch nicht die Schlafhose, mit der ich heute in der Schule war, weil ich einfach komplett verschlafen habe. Auf jeden Fall hatte ich richtig schlechte Laune, bin nach Hause gekommen und habe dann einfach gesehen, dass mein Vater meiner Mom Blumen geschenkt hat, bevor sie überhaupt aufgewacht ist. Und das hat mir dann richtig gute Laune gemacht, weil ich einfach sehe, was für eine schöne Beziehung meine Eltern immer noch haben, nach so vielen Jahren. Auf jeden Fall hatte ich dann so gute Laune, dass ich in mein Zimmer gerannt bin, mich darüber gefreut habe, dass ich keine Schule mehr habe, dass ich einfach vergessen habe, dass iPads in meinem Ranzen drin sind. Warum schmeiße ich den immer weg? Warum tue ich das? Ich habe dann erstmal schnell gecheckt, ob das Ganze in Ordnung ist, weil das eine ist vor allem von der Schule, das iPad, und wenn nicht, dann muss ich das neu zahlen, darauf habe ich echt keinen Bock. Und dann habe ich angefangen, meine YouTube-Videos zu schneiden, weil ich heute noch eins hochladen wollte. Und da war ich aber richtig stolz auf mich, dass ich ein neues hochgeladen habe. Ich gebe mir immer sehr viel Mühe und deswegen freue ich mich immer, wenn ich ein neues hochgeladen habe. Sonst wahrscheinlich niemand, aber egal. Auf jeden Fall ist mir dann aber aufgefallen, dass ich das Thumbnail einfach richtig hässlich finde, deswegen musste ich ein neues machen. Und das habe ich euch auf Insta entscheiden lassen, weil ich mich aber nicht entscheiden konnte. Übrigens lasse ich euch öfters über mein Leben einfach auf Insta in der Story entscheiden. Ich würde mich freuen, wenn ihr damit abstimmen würdet. Und das hässliche Thumbnail könnt ihr noch auf YouTube.